Frohe Weihnachten 2018. Vorbereitet, denn heute in 10 Tagen ist Weihnachten hier in Deutschland, 24. In Amerika der 25. ist klar, also morgen den 15., also in 10 Tagen, ist dann dort Weihnachten. Und da soll der Teaser kommen von Star Wars, damit wir endlich den Titel wissen, den Arbeitstitel, was überhaupt E9 bedeutet. Ne? Im Moment E9, absolut ruhig, sogar Mark Hamill. Na, ich komme auch gleich auf die Figur hier. Mark Hamill, 15 cm groß, na, aus der Episode 8, wie er da gestanden, ja, und sagt auch, er bekommt nämlich rote, weil rot ist so eine Art Schutz, und er kann sich kaum konzentrieren, weil er immer solche Sachen macht. Er bekommt mittlerweile auch nur noch elektronisch, nicht mehr auf Papier, obwohl alles, was elektronisch, könnte man auch ausdrucken. Auch Mark Hamill könnte es ausdrucken, aber er sagt auch, er müsste es auf dem Bauch tragen. Es darf keiner wissen, wirklich nicht. Oder wegschließen. Es darf keiner wissen, was aus Episode 9 wird. Also da ist Funkstille ohne Ende. Es sickert schon mal was durch, aber keiner weiß, ob es stimmt. Deswegen nimmt das auch keiner an. So, worum geht es heute in diesem Videoclip hier in 10 Tagen des Weihnachtenprojekt Star Wars? Ich hatte jetzt einen Kunden da, weil die sind ja gekommen, die neuen Sachen, ne? Sind ja gekommen, viele von euch haben das ja schon, weil momentan bekommt man das ja so gut wie geschenkt. Ne? Die Ursprungspreise waren ja so hoch, dass man sagte, oh, nee, ich warte. So, viele von euch haben gewartet und haben sich dann diese guten Sachen nun kredenz zu Weihnachten oder kriegen es zu Weihnachten. Das macht ja dann so richtig schön Spaß. Nun, jetzt kommt's. Warum steht da oben 18? Ne? Wieso ist diese Figur für 18 aufgefallen? War es, ich habe nämlich einen Kunde, der sammelt Rey. Er sammelt Rey in allen Variationen, Also Rey kam ja auch richtig Geld, sieht auch richtig toll aus, jedenfalls auf dem Foto. Wie es im Original aussehen wird, weiß ich nicht. Zuerst haben wir ja gestutzt, wo bekommen wir hier diese Figuren her? Dabei sind es ganz normale Figuren, die man dazu stellen kann. Das haben wir aber nachher erst in der sogenannten Runde, wo wir uns unterhalten und diskutiert haben, festgestellt. Aber auch hier stellte er fest, du, warum steht denn da oben 18? 18 plus ist eine tolle Frage. Warum steht da oben 18 plus? So, auch diese Figur von Luke Skywalker, wie er ja da in, also überall ist Licht drin, haben wir ja gerade gesehen, aber daran kann es ja wohl nicht liegen, nur weil da jetzt Strom drauf ist. Ab 18. Kann das sein wegen den Batterien, dass da keine Kinder ab 4, hier Luke Skywalker ist ab 4. Ja, ich tu mal hier hin. So, er ist ab 4, wie immer, wegen den kleinen Bauklötze, die da drin sind, die man verschlucken könnte. Weil wir wissen ja genau, wie schlimm es wäre, wenn man sowas verschluckt. Ja, ist ja nun mal nichts Weltbewegendes, sind ja nun mal Figuren. Wenn man da Feuer dran hält, dann sieht man, wie die brennen. Ja, ist halt so. So, wie gesagt, das ist absolute DE-Ware, kommt nicht aus dem Ausland, es sind auch DE-Nummern drunter, man kann die jederzeit abrufen und sich dann erlaben an den Preisen, die man dann da sieht. Preise sind hot, richtig heiß, leider. Star Wars kostet nun mal. Gut, im Moment sind die Preise niedrig, sehr niedrig. Wie gesagt, ich habe auch gestern den Chewbacca für den Kunden, der das da bemerkt hat, bestellt, aber da steht auch 4 plus drauf, ist also eine 10 cm Figur. Das hier sind 15 cm Figuren, die, also das macht schon Spaß, die in irgendeinem Diorama zu sehen. Da sind wir auch schon beim Kern des heutigen Videoclips hier. Viele wissen gar nicht, was ein Diorama ist. Ist kein Scherz. Die stehen vor mir. Sind das Dias? Nee, sorry, sind keine Dias. Morgen, Grüße. Also heute mache ich diesen Videoclip, weil Kunden mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass da 18 steht und sie selber nicht wissen, wieso auf den Figuren 18 steht. So, ich habe mir jetzt einen ausgesucht, das ist Rey. Noch einmal eben, ich bin ja gerade unterbrochen worden, Starkiller Base. Ne? Also die Rey auf der Starkiller Base. So, dann sieht das ja so aus. So, und dann fragten die Kunden mich, ne, da oben, so. Ja, seht ihr die beiden? So, die beiden, Kylo Ren und dann den Trooper da. So, wie sieht das dann aus? Ganz einfach. Man hat die Rey und will genau das nachbauen.
dann braucht man natürlich ihn, den Kylo Ren. So, dann kauft man sich den Kylo Ren und dann fragt nämlich er, aber warum steht denn da 4? Ja, oh Leute, ich finde das alles super toll. Ich weiß es doch auch nicht, warum die jetzt, ich vermute da bei Rey und bei den anderen, zu viel Elektronik drin ist, um dieses Licht und Kabel und das alles. Vielleicht sind da irgendwelche, also ist das vielleicht ein bisschen giftig, wenn ein Kind reinbeißt, ne, verschluckt und so. Hier ist ja nur wegen Verschlucken der Kleinteile, sagt man 4 Jahre. Und die gesamte Elektronik, die da zu erleben ist und dann noch die Figuren dazu zu stellen. Wie gesagt, dann kauft man halt diesen Trooper dazu, ja? Also den Trooper dazu, den Kylo Ren dazu und dann hat man die Szenerie mit Rey. Ja, dann hat man die Szenerie mit Rey und da kann man dann wunderbar mit arbeiten und hat dann ein Diorama. So, Diorama ist noch nicht fertig, das ist halt so eine Art Vorgeschichte, ein Eyecatch. Ja, man hat also die Rey mit allem drum und dran, Eyecatch. Jetzt könnte ich natürlich das Geld versenken. Kostet ja alles. Ihr wisst ja, sag ich mal, wenn ihr Glück habt, im Ramschladen für einen 10er, da werden es schon mal 20. Und in irgendeinem Ramschladen für einen 20er, sag ich mal, Ramsch, ne? Sind es trotzdem 40 Euro. Und jeder weiß, dass das irgendwann mal teurer wird oder teurer war, wie das, was ich jetzt gerade genannt habe. Aber so funktioniert das ganze System ja mittlerweile. Wer so richtig Fan ist, dem ist das egal. Ja? Der macht das, der nimmt das auseinander, macht. Und ja, spielt. Ja, haut da mal eben 100 bis 200 Euro raus oder 3.000, 4.000 Euro, so wie ich jetzt auch mit meinem Falken. Lego bis zu 6.000, je nachdem, welche Version man da kauft. Also, Star Wars ist nicht billig. Star Wars hat seinen Preis und jeder sollte ordentlich damit umgehen. Ja, nicht nur, weil es Star Wars ist. Also ich mag halt Black Serie, ich will was anfassen, ich habe nur mal Wurstfinger hier, ich habe mein Alter, ich kann nicht mehr so filigran arbeiten, die Augen brauchen auch ihre Helligkeit, die Augen brauchen auch, ne? Übrigens ist euch aufgefallen, dass ich auch eine Qualität erweitert habe, es läuft hier so richtig in Cinematik. Ich hoffe, ihr bekommt das hier mit, dass ich hier eine höherwertige Kamera für euch installiert habe mit 60p, also 60i und 1920, also eine vollwertige. Ich arbeite nicht mit 4K, das lohnt sich nicht. Ich habe da eine Spezial 4K, das habt ihr ja schon mal gesehen. Die müsste ich aber dann wirklich noch abgleichen, weil die ist mir so ein bisschen grünstichig. Wodurch weiß ich nicht, aber ist ja alles da. So, Star Wars ist höchste Qualität. Hat aber keinen Anspruch, weil Star Wars ist durcheinander. Also er ist nun mal nicht der Sohn von Leia. Da geht kein Weg dran vorbei. Ne? Also er ist kein Sohn von Leia. Leia hat Zwillinge. Und dieser Herr hier ist, also dieser Trooper ist uns also in Hollywood auch nicht kredenzt worden. Wenn von ganz oben in 8 sind sie da reinmarschiert. Das war es dann auch schon. Ne? Den lieben Flammenmann da, aber egal. Okay, ein so ein Flammenboy hatten wir ja in 7, der da abgemäht hat, aber es war ein normaler Trooper. Ja, ist halt so und man fragt sich schon, warum man uns, also wir fragen uns manchmal hier in einer Runde hier, wieso man uns das nicht zeigt. Also man macht alles, aber man zeigt es uns nicht. Es fällt dem Schnitt zum Opfer. Und wenn man ganz ehrlich ist, Herr der Ringe ist auch ultra lang gemacht worden und wir haben es uns angesehen, ja, wir haben uns alles den Hobbit und was weiß ich, dieses Jahr kommt sogar wieder ein Film mit Städten, die da sich bekämpfen und all solche Sachen. Am 20. Dezember kommen so viele Filme ins Kino, nur kein Star Wars und das ist natürlich traurig. So, jeder weiß halt, dass die Figuren momentan purzeln, jeder sollte zuschlagen, wenn er ein Geschenk geben will. Wie gesagt, Kylo Ren, der an sich nicht der Sohn von Leia ist, Mara Yush. Sie ist die Mara Yush von Darth Vader. Sie ist die Tochter von Darth Vader. Ich liebe Hörspiele. Ich mag den Thorn. Ich mag die Trilogie von Thorn. Ich werde auch gleich einige Hörspiele noch besorgen. Dann höre ich mir halt mal Han Solo an. Mal gucken, wie Han Solo ist im Hörfilmspiel. Als Film, vergessen wir, kommt im Schrank. Reden wir auch nicht mehr drüber. Die Nachfrage der Figuren von Han Solo sind auch so gering. Geringer geht's nicht. Ich habe einige Kunden, die halt Trooper mögen in allen Variationen. Ich habe
Kunden, die Darth Vader mögen in allen Variationen und ich habe Kunden, die Rey in allen Variationen mögen. Die Rey, die neue Darstellerin von Star Wars. Vielleicht geht es mit ihr ja doch weiter. Sie hat zwar gesagt, das ist jetzt wohl der letzte Auftritt mit E9, aber es gibt ja schließlich Realserien und in den Realserien kann man sicherlich mal hineinschluppen, ne? So wie Nick Nolte. Und die anderen Herrschaften, die ich jetzt hier nicht so eruiere, die ich gerade nicht so, ne, aber es sind einige. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich habe mich jetzt hier drauf fokussiert, weil der Kunde mich fragte, warum steht da 18? Ja, ich meine, ich achte jetzt nicht immer alles. Ich lese ja. Wie gesagt, 24 Stunden, 7 Tage die Woche habe ich schon mit Star Wars zu tun. Ich freue mich auch morgen 9.30 Uhr auf XD Disney mir Resistance anzuschauen. Es ist schon okay. Ja. Es ist ja ein bisschen Slapstick-Komik dazwischen, weil der so ein bisschen trottelig rüberkommt. Und seinen Namen kann ich auch kaum aussprechen. Weil ich achte zwar nicht so drauf, weil ich mehr frühstücke und mich halt mit Star Wars so ein bisschen ablenke. Ich sagte ja, wenn ich den Falken bauen werde, werde ich auch Hörspiele um mich herum und auch Figuren um mich herum haben, um so ein bisschen in diesem Flair zu sein von Star Wars. Ja, okay, Cosplay mache ich jetzt nicht. Ja, also ich bastel normal. Vielleicht mache ich auch die laufende Kamera an und zeige euch, wie ich an den Falken herangehe von De Augustini. So, wie gesagt, ich warte jetzt auf diesen X-Wing. Da ist irgendwas, einiges schiefgelaufen. Bis 13 haben wir schon. Also 13 Tüten sind geliefert worden, die das Abo haben. Andere haben schon die 14. Tüte, weil die nicht im Abo. Aber das Abo ist halt teurer. Ist also bis zu 3 Euro teurer. Soll angeblich auch ein Diorama sein. Aber ich habe einen Zettel bekommen, da steht drin, dass sie momentan mit dem Diorama da Probleme haben. Bin gespannt, ob sie nachliefern. Ja, wie gesagt, einige Sachen sind dabei, die man gar nicht so brauchen kann. Ja. Ich habe auch, wie gesagt, einige, die sich nur darauf stürzen. Persönlich brauche ich halt noch Leute für die Kamera, für die Idee 2019. Nicht nur Figuren. Also wie gesagt, wirklich vor laufender Kamera sich über diese Figuren zu ergehen, sozusagen, sich anzuschauen, ob die wirklich alle in Ordnung sind, ob da Plastik ist, ob da Tuch ist, wie ist das Tuch verarbeitet. Ich bin der Meinung, dass es macht, oder würde, ich bin also der Meinung, im Analogen, also wenn man zusammensitzt, so wie letztens die beiden älteren Herrschaften hier, 50 und 70, so alt waren die Damen und Herren schon, also sind schon, wir sind also alles so zwischen ja, 50 bis 80 und die haben also nur kurz, weil. Und denen macht es halt Spaß, analogisch sich zu unterhalten, so eine Figur zu kaufen. Ich finde es ja auch toll, dass sie immer noch zu mir kommen und hier die Figuren kaufen, obwohl die sagen, komm, kauf doch bei Amazon. Nee, sie kommen zu mir und geben mir 1 oder 2 Euro mehr. Ja, dafür möchte ich mich auch nochmal bedanken, dass es sowas noch gibt, die einem offerieren, also vorbeikommen, sich mit einem unterhalten und dann vor allen Dingen austauschen und dann, wie gesagt, solche Sachen kommen. Wieso steht da 18? Plus, verstehe ich nicht, fand ich toll. Wenn ihr wisst, warum da 18 Plus draufsteht, also ich persönlich gehe davon aus, dass zu viele elektronische Teile da drin sind, dann ist denen dann irgendwie doch zu gewagt für Kinder ab 4. Weil hier kann man ja nur was verschlucken, kaputt machen, das ist den Kopf abreißen und die Sache erledigt für so einen 3-4-Jährigen. Ne? Ja, aber wenn so ein 3-4-Jähriger hier anfängt, hier drin rumzuwuseln und die Batterie vielleicht verschluckt, ja, die Batterie verschluckt oder die Einzelteile da drin verschluckt, wer weiß, vielleicht deswegen ab 18, vermute ich jetzt mal. So, das war's dann auch schon, ja, in 10 Tagen ist Heiligabend, wir haben am Heiligabend auf, wir werden an Heiligabend eine tolle Sendung machen und mich dann aus diesem Jahr 2018 verabschieden, mich nochmal bedanken. Wer also Interesse hat, vor die laufende Kamera zu treten und diese weihnachtliche Geschichte doch einen Rahmen zu geben, würde ich mich freuen, wenn er da erscheint. Er weiß ja, wo das hier ist. Ich habe mich ja mehr als einmal erklärt, seit 2010. Ja? Film, Figuren und Theater, das bleibt. Ja, Filmclub, die sind halt auch im Moment ruhig, weil es geht natürlich weiter los, ist richtig, aber erst ab Januar. Und im Mai, Juni und vor allen Dingen Ende des Jahres werden dann wieder die besten der besten Filme gekürt. Mal schauen, ob ich einen tollen auf den Weg bringen kann. Ich habe also wirklich Lust,
drauf, im Jahre 2019 einen Film zu machen, 20-minütigen Fanfilm oder irgendwas. Ich denke mir was aus. Im Moment ist Ruhe, wir haben Weihnachten. Ja, ich träume auch davon, am November mal zu schließen und den ganzen Dezember zu genießen, aber das wird nicht klappen. Ja, ich suche also, wie gesagt, diesbezüglich Buchhaltung, Steuerberater und so weiter und so fort, dass man das vielleicht irgendwann mal im Jahr 2020 machen kann. Aber ich freue mich jetzt tierisch auf 2019, also geht kein Weg dran vorbei. Ich will seinen neuen Helm da sehen, ob er geklebt ist oder nicht geklebt ist. J.J. Abrams denkt sich da irgendwas aus. Keine Ahnung, was er sich da ausdenkt. Sogar Mark Hamill hat Schwierigkeiten. Darf auch nichts sagen. Er kommt sich vor wie Fort Knox, ja, muss an seinem Körper das Manuskript verbergen, weil er halt Einstiegsmodis braucht. Die hat er ja auch zugegeben. Der macht sich Einstiegsmodis, damit er dann in die Textur kommt, um in diesen Dialog dann hineinzugeraten oder zu kommen oder seine Mimik auf den Dialog einzuordnen. Morgen. Hi. Morgen zusammen. So, als Firma hatte ich das große Vergnügen, 30 Jahre für Star Wars arbeiten zu dürfen in der deutschen PR. So, da habe ich damals dieses gute Stück bekommen, als Dankeschön. Ich weiß gar nicht, wie viel es waren, ich glaube 4.900 Schnipsel aus dem damaligen Film der 70er Jahre. Ja, als Dankeschön ist das dann einem gegeben worden für 30 Jahre. Und dann habe ich noch eine Figur bekommen, da steht auch drauf, 30 Jahre, das ist Obi-Wan Kenobi. Deswegen komme ich jetzt auch da drauf. Natürlich ist das schön, wenn man sowas hat. Es hängt dann da auch so ein Filmschnipsel. Wie gesagt, ja, habe ich gekriegt. Also die wertvollsten seht ihr ja im Museum Mönchengladbach. Da gab es ja 25 Lichtschwerter für die Besten der Besten, die dort gearbeitet haben. Die haben halt Lichtschwerter bekommen als Dankeschön. Und wir Einfachen haben halt so ein Schnipsel, so ein Filmschnipsel bekommen. Also 4.900 Filmschnipsel sind da, glaube ich, geflossen. Ja. Ich habe es da halt jetzt da in diesem Rahmen und diesen Rahmen werde ich mir sicherlich irgendwann mal zu Hause hinhängen, statt hier im Shop. Aber ich bin ja hier mehr im Shop wie zu Hause. Und zum ersten Mal nach 2015 ist hier mit Star Wars ein bisschen Ruhe eingekehrt. Viele Star Wars Händler, die nur mit Star Wars arbeiten, ja, die müssen halt notgedrungen die Preise senken. Ich hatte gerade noch ein Fachgespräch in London. Ja, genau. Ja, ein Fachgespräch in London und wie gesagt, deswegen purzeln auch ein bisschen die Preise. Wer die Legende kennt, ja, also wie gesagt, die Kommunikation herrscht hier auch während der Dreharbeiten. Heiligabend werde ich mal meine gesamte Kommunikation, wir sind ja Industrie 4.0, wir sind ja total vernetzt hier, mal aus und dann werde ich eine wunderschöne weihnachtliche Sendung mir zusammen, na, während ihr Weihnachten feiert, werde ich mich hinsetzen im Studio, werde wirklich eine weihnachtliche Sendung genau auf Weihnachten produzieren, das ist ja möglich. Andere weihnachtliche Sendungen werden ja im Hochsommer produziert, bei richtiger Wärme und da soll man Winter aufbringen, also ist manchmal sehr, sehr interessant, wie unsere Welt so arbeitet, besonders die Filmwelt, die Filmautoren. So, Filmautoren waren ja genügend, sie jetzt leider auch verstorben bei Luke. Ja, wir müssen auch warten, dass der Luke länger durchhält, dass er alt genug wird. Es sind ja viele auch, okay, Mark ist gerade mal über 60, aber Carrie Fisher war 60. Zum Beispiel, also mit 60 ist immer so eine Sache, da müssen wir doch ein bisschen auf uns aufpassen, bevor wir da irgendwo reinspringen und Männekes machen. So, meine lieben Freunde, ich will euch nicht länger stören. Es freut mich ja sehr, dass ihr ja wenigstens reinschaut. Ich freue mich ja immer zwischen 1, 3 oder 4 Leuten, die sich das hier anschauen. Ich mag meine Kunden. Ich mag meine jungen Kunden zwischen 10 und 15. Ich mag meine älteren Kunden. Ich mag auch die ganz alten Kunden. Wie gesagt, wenn man darüber spricht und wie das so war, wie die Kinoatmosphäre war, wie der Eisverkäufer, wie das aufging, zuging, ja,
Das waren ja alles Theater. Es war ja, ach herrlich. Heute geht kein Vorhang mehr auf. Und es gibt sogar Kino im Rhein-Main-Gebiet. Die haben erstmal, wenn man da reinkommt, nur erstmal Werbung. Fette Werbung bis zum Gehtnichtmehr. Okay, im Rhein-Main gibt es auch ein Kino, die haben natürlich dann auch. Die haben dann auch Lasershows und so, da darf man nicht aufstehen. Wie jemand steht auf, ist die Lasershow zu Ende. Also es gibt schon Kinos mit Atmosphäre. Es gibt auch Läden mit Atmosphäre. Das hat man mir gestern schon gesagt, dass das hier Atmosphäre hat. Ich finde es gut. Ich habe auch, wie gesagt, diesmal ganz wenig Weihnachten nur gemacht. Genau. Richtig. Also ich greife jetzt hier mal ein, ich kriege hier eine Nachricht nach der anderen. Ist weihnachtliche Zeit, ich kriege viele Angebote an Figuren. Ich gucke gleich nach, weil ich ja einen Kunden habe, der Ray sehr mag und so weiter. Ich warte auch auf die PlayStation 5, die irgendwann mal erscheint, und dann schauen wir mal, ob er dann in einer Ecke wirklich so eine elektronische Spielkiste da macht für Leute, die da Interesse haben. Mal schauen. Also Film, Fotoproduktion bleibt, Kopien bleiben auch. Aber das andere weiß ich noch nicht. So, jetzt kümmere ich mich um die Elektronik hier. Ich kann auch darüber telefonieren, ist kein Scherz. Ich kann auch darüber telefonieren, macht auch Spaß. Aber dann lauschen ja alle mit, das schreit dann immer so. Ah, muss nicht sein. Und Anschluss für den Kopfhörer gibt es da nicht. Vielleicht Bluetooth, muss ich mal gucken. Die neue Version vielleicht von G3 von Samsung. So, Werbung muss sein. Ne? Ich mache Werbung für Star Wars. Ach, herrlich.